Ja, meine Damen und Herren, Pantarei heißt so schön, alles fließt. Das gilt natürlich für den Zahlungsverkehr, Bankgeschäft im Allgemeinen, wie wir heute schon so viel diskutiert haben. Aber es gilt natürlich für diese Veranstaltung, kommen Sie einfach, setzen Sie sich ruhig zu mir. Im Besonderen, wie Sie sehen, haben wir die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, dass Levin Holle in der Nähe war, beziehungsweise Herr Balz hat das, glaube ich, diese Chance beim Schopf ergriffen und hat ihn kurzfristig hierher zu uns verpflichtet. Levin Holle, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit 2012 Leiter der Abteilung 7 Finanzmarktpolitik im BMF, unter anderem zuständig für die Reformen der Finanzmarktregulierung, Finanzaufsicht, das Schuldenwesen und ganz zufällig die Deutsche Bundesbank, lieber Herr Holle. Schön, dass wir uns heute hier wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie sich unabhängig. Steht hier aber, das stand so in irgendeinem Lebenslauf, den ich über Sie gefunden habe. Wir haben gesagt, ganz kurz 2, 3, 4 Fragen. Ich würde vielleicht mal so rum anfangen wollen. Wir reden über bargeldlosen Zahlungsverkehr. Bargeldloser Zahlungsverkehr war doch eigentlich schon immer digital, oder täusche ich mich? Also warum diskutieren wir jetzt so viel über Digitalisierung im bargeldlosen Zahlungsverkehr? Ich weiß nicht, wie Ihr Begriff von schon immer ist. Ich habe neulich sehr beeindruckt den Artikel über die Einführung des Euro-Schecks gelesen. Das war auch noch zu Lebzeiten eines Protagonisten, der interviewt wurde. Aber ich glaube, Sie wissen ja alle mindestens so gut wie ich, was hat sich verändert in den letzten Jahren. Wir haben eine enorme Veränderung in der Technologie. Es geht viel schneller. Wir haben ganz andere Wirkungsmöglichkeiten, sowohl mit Daten umzugehen, als auch sie zu analysieren. Und wir haben völlig neue Geräte, Smartphones etc., die auch die Schnittstellen massiv verändern. Also wir haben eine massive Veränderung in der Technologie. Wir haben eine Veränderung in der Regulierung. Sowas wie PSD2 gab es vor 10 Jahren nicht. Das ermöglicht einen anderen Umgang, sowohl für die bestehenden Anbieter, aber auch eine Veränderung des Wettbewerbs. Und was wir halt jetzt sehen, ist, dass eine solche Veränderung des Wettbewerbs auch stattfindet, getrieben durch technologische und regulatorische Veränderungen. Und diejenigen, die in Brüssel damals die PSD2 entworfen haben, die hatten nach meinem Eindruck mehr im Kopf, Wettbewerb für neue Startups und Fintechs zu ermöglichen. Hey. Und jetzt stellen wir fest, dass da auf einmal ganz andere und viel größere Adressen vor der Tür stehen, die sich das aber auch zunutze machen wollen. Insofern haben wir eine ganz andere Veränderungsgeschwindigkeit und auch technologisch, regulatorisch und auch vom Wettbewerbsumfeld, glaube ich, eine sehr andere Situation. Ist die Herausforderung für den Gesetzgeber, für den Aufseher jetzt ungleich größer, weil es eben nicht die vielen kleinen Fintechs sind, die man ja sozusagen im Sandkasten spielen lassen wollte, sondern jetzt große, erfolgreiche, unglaublich breit aufgestellte Unternehmen vor der Tür stehen? Also natürlich ist auch die Herausforderung aus meiner Sicht für den Gesetzgeber größer geworden. Das fängt an mit der Geschwindigkeit. Also wenn Sie sich mal anschauen, den Zeitraum PSD2 zwischen Entwurf und Umsetzung 7 Jahre. Und sich dann fragen, was passiert technologisch innerhalb von 7 Jahren? Ja, kann man das zu Beginn des ersten Jahres, wo man den Gesetzentwurf in Brüssel schreibt, alles schon analysieren? Ich wollte gerade sagen, da waren Sie ziemlich gut, was Sie vor 7 Jahren da reingeschrieben haben. Ja, gut, das ist da dann zum Teil, sind dann auch Nachbesserungen unterwegs noch erfolgt etc. Aber das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und die Frage, wie geht man mit großen Spielern um, ist eine ganz andere, weil da auch andere Dimensionen reinkommen. Das Wettbewerbsrecht führt zu ganz anderen Ergebnissen, wenn ich große etablierte Spieler habe und kleine Startups, denen ich Markteintritt ermöglichen möchte. Das ist ja eine Diskussion, die wir in vielen Fällen geführt haben und die viele von Ihnen auch kennen. Als wenn jetzt auf einmal viel größere ausländische Spieler auf den Markt drücken. Da stellen sich ganz andere Fragen auch im Wettbewerbsrecht. Was bewegt Sie da am meisten, wenn ich nachfragen darf? Also ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass die Regeln, gleiche Regeln auch für alle, die auf dem gleichen Markt tätig sind, gelten. Gut. Ja, das heißt zum Beispiel eine DSGVO auch konsequent umsetzen, auch gegenüber großen Plattformen. Und das heißt auch, und ich begrüße das sehr, das sind ja Prozesse, die sowohl in Europa bei der Europäischen Kommission als auch in Deutschland stattfinden. Das Bundeswirtschaftsministerium hat ja eine Kommission dazu eingesetzt. Welche Veränderungen ergeben sich aus der Datenökonomie und modernen Datenplattformen und welcher Bedarf an Veränderungen ergibt sich für das Wettbewerbsrecht? Das muss man auch mitdenken. Das Wettbewerbsrecht hat im Zahlungsverkehr immer schon eine gewisse Rolle gespielt. Denken Sie an die Diskussion zu Interchange-Fees. Genau. Aber ich glaube, jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von zusätzlichen Faktoren, die wir mit bedenken müssen. Gut. Wo bewegt sich oder ist es für den Gesetzgeber heute anspruchsvoller geworden, weil alles schneller geworden ist, weil alles komplexer geworden ist, sich, ich sage mal ein Stück weit, ich nenne es jetzt Spannungsfeld, das ist nicht ganz das richtige Wort, verzeihen Sie, korrigieren Sie mich, zwischen Kartellrecht, eben Wettbewerbsrecht, echte, also
Gesetzgeber, Bankrecht und Bankenaufsicht zu bewegen? Ja, ich würde schon noch ein Element dazu nennen, nämlich wie gehen wir mit Daten um? Datenschutz, ja. Ja, das spielt eine ganz wesentliche Rolle und das ist in der Vergangenheit, so wie wir es gesetzgeberisch behandelt haben, nicht primär wettbewerbsrechtlich und schon gar nicht zahlungsverkehrsrechtlich betrachtet worden, sondern da haben sich Datenschützer und andere eine Datenschutzgrundverordnung überlegt. So. Und die Zusammenschau, ich pointiere das jetzt mal bewusst, bitte. In der PSD 2 erlaube ich Dritten, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen, Zugang zu Bankdaten. In der DSGVO sage ich dem Verbraucher, jeder Verbraucher hat das Recht, zu jeder Plattform zu gehen und zu sagen, ich möchte meine Daten haben. Dann würde es aus meiner Sicht eigentlich Sinn machen, auch eine Diskussion zu führen, muss ich dann nicht auch den nächsten Schritt gehen und dem Kunden das Recht geben, seine Daten an einen anderen Spieler zu übertragen. Also kann der Kunde oder muss ich den Kunden in die Lage versetzen, nicht nur zu sagen, an Facebook zu schreiben und dann kriege ich einen PDF-Dump, sondern Facebook zu sagen, ich möchte, dass meine Bank Zugriff auf meine Facebook-Daten hat und du musst das per Schnittstelle gewährleisten. Ich sage nur, das ist eine Diskussion, die man führen muss. Da haben wir das Daten, ist nicht nur Datenschutzrecht, sondern Recht Umgang mit Daten. Wir haben die klassische Banken- und Zahlungsverkehrsregulierung und wir haben das Wettbewerbsrecht. Und wir müssen, glaube ich, alle drei Felder betrachten und schauen, wie kriegen wir daraus ein halbwegs konsistentes Rahmenwerk hin. Und wir haben aus meiner Sicht den großen Vorteil, dass wir immerhin die Möglichkeit haben, bestimmte Aspekte spezifisch für den Banken- und den Zahlungsverkehrsmarkt zu regulieren. Das haben ja gar nicht alle Branchen. Dadurch, dass es ein reguliertes Umfeld ist, können wir bestimmte Dinge auch schneller und spezifischer regeln, als wenn wir nur auf allgemeine Regeln, Datenschutz, Datenumgang und Wettbewerbsrecht angewiesen wären. Gut. Letzte schnelle Frage, ein bisschen Blick auf die Uhr, dass wir halbwegs pünktlich fertig werden. Wir haben es heute im Laufe des Tages schon zwei, dreimal angesprochen. Herr Balz zum Beispiel, Herr Mersch, wir brauchen, oder nein, die Gefahr besteht, dass wir eben von den Big Techs, von ausländischen Spielern im europäischen Zahlungsverkehr künftig dominiert werden. Was kann man dem entgegensetzen? Wie nehmen Sie die Gespräche auf europäischer Ebene wahr? Frau Dietze hat heute Morgen schon gesagt, die Bereitschaft ist gewachsen, sich Europa zu öffnen, weil Europa, habe ich gesagt, heißt ja immer auch ein Stück weit nationaler oder souveräner eigener Verzicht auf irgendetwas. Also wie nehmen Sie im Moment das Spielfeld wahr, hier wirklich in zeitnah eine eigene europäische schlagkräftige Lösung auf die Beine zu stellen? Also ich glaube, es ist elementar, dass wir dieses Thema ganz nach oben priorisieren in der Gesetzgebungsagenda für den Finanzmarkt der nächsten Kommission. Sehen das andere auch so? Das ist, glaube ich, noch nicht ganz so. Wenn Sie sich mal schauen, was die Kommission in der letzten Legislatur gemacht hat, dann ist dort im Digitalisierungsbereich, im Finanzbereich ganz wenig passiert. Vielleicht aus einem nachvollziehbaren Gedanken heraus, wir müssen erstmal Experimentierfelder erlauben und ermöglichen. Ich glaube, das Bewusstsein hier ist da. Ich begrüße das auch wirklich sehr, dass die Bundesbank in der Vergangenheit mit Herrn Thiele und auch jetzt mit Herrn Balz das so in den Vordergrund stellen und so pushen das Thema. Das halte ich für absolut elementar. Das glaube ich auch gut, dass wir da in der Bundesbank jemanden haben, der diese europäische Dimension auch aus eigener Erfahrung mitbringt. Aber ich glaube, wir brauchen wirklich eine Agenda für einen digitalen Finanzbinnenmarkt. Und die brauchen wir jetzt. Da haben wir nur noch ein Fenster von 5 Jahren. In 5 Jahren, wenn wir versuchen, Standards zu setzen, laufen wir, glaube ich, ein großes Risiko, dass Alipay oder Google sagen, das interessiert uns nicht, dann machen wir das Europa eben nicht mehr, weil der Rest der Welt so viel größer geworden ist in Marktanteilen. Und wir müssen da viele Fragen regeln. Wir haben die Zahlungsverkehrsthemen, wir haben die Frage, wie gehen Finanzdienstleister mit der Cloud um? Wie gehen wir mit einer digitalen Identität um? Wie regulieren wir Krypto-Tokens? Das hat, glaube ich, auch Herr Weidmann heute Vormittag angesprochen. Und das können wir nur effektiv regeln, wenn wir europäisch Standards setzen. Deswegen muss das aus meiner Sicht ganz nach oben auf die europäische Finanzmarktagenda. Und da brauchen wir auch sehr schnell Vorschläge, sonst wird das zu spät kommen im Sinne einer wirksamen Standardsetzung. Lieber Holle, ich sage mit Blick auf die Uhr vielen Dank. In 5 Jahren, sagen Sie, das heißt beim übernächsten Zahlungsverkehrssymposium in 4 Jahren, können wir wieder auf Sie hoffen, dass Sie uns dann schon viel mehr berichten. Gern. Vielen Dank. Dankeschön.